Hallo, ich möchte heute den Shiva Shakti Sonnengruß mit dir gemeinsam praktizieren. Sonnengrüße an sich sind nichts weiter als eine Aneinanderreihung von verschiedenen Positionen und es gibt theoretisch unendlich viele Sonnengrußvarianten. Manche sind bestimmte Serien, also die machen immer die gleichen Aneinanderreihungen und meine Shiva Shakti Sonnengrußvariante ist da sehr dynamisch. Und ich stelle dir heute die Grundvariante vor und dann eine Idee, wie wir diese Grundvariante des Sonnengrußes noch mit bestimmten Asanas erweitern können. Sonnengrüße an sich sind perfekt für den Morgen. Das kommt einerseits daher, da wir den Körper sehr ganzheitlich mobilisieren, also die Gesamtheit des Körpers bewegen. Wir haben Vorbeugen dabei, Rückbeugen, wir haben Kraft und Dehnung dabei. Leider weniger Drehbewegungen, aber die kann man ja auch noch einbauen und variieren. Und andererseits wird Yoga ja im tradierten Bereich immer früh morgens praktiziert, vor dem Aufgang der Sonne. Und ursprünglich war der Sonnengruß eine Bewegungsvariante, die man vor Sonnenaufgang praktiziert hat. Meist mit dem Gesicht nach Osten, also da, wo auch die Sonne aufgeht, und hat dann die Praxis mit dem Aufgang der Sonne beendet. Und von daher auch der Name Sonnengruß. Und los geht's. Wenn du eine Yogamatte hast, dann wäre das gut, dann ist sie rutschfest und gibt dir Halt und Sicherheit. Und wir treffen uns im vorderen Anfang dieser Matte. Im Stand stellen die Füße auf. Breit aufgefächert mit den Zehen, gründen den Boden nach unten, richten uns innerlich frei und leicht nach oben auf. Und für eine kleine Vorbereitung bringen wir die Hände vor dem Herz zueinander. Beugen hier die Knie sanft, tauchen mit den Fingerkuppen Richtung Knie ein, kommen über gestreckte Arme, über vorn nach oben, ziehen uns hoch, richten uns auf, öffnen die Arme zur Seite und bringen die Hände zurück zum Herz. Noch einmal einatmend Knie beugen, nach vorne hochziehen, ausatmend die Arme über die Seite zum Herz wieder öffnen. Einatmend die Knie beugen, nach vorne aufrichten und hochstreben, ausatmend die Arme öffnen und eine erste Vorbeuge nach unten. Hier immer ankommen, die ersten Vorbeugen mit gebeugten Knien. Dann eine halbe Vorbeuge, du streckst dich nach vorne und ziehst den Rücken lang nach vorne. Und wieder die Vorbeuge, du tauchst weich nach unten ein. Atmest ein, kommst mit den Armen über die Seite nach oben, richtest dich auf in den Stand und atmest aus, bringst die Hände zurück zum Herz. Ein zweites Mal einatmen, die Knie beugen, dich über vorne nach oben aufrichten, ausatmen, in eine Vorbeuge nach unten fließen. Jetzt den Kopf einrollen, du schaust hoch Richtung Becken und dehnst dadurch den Nacken und den Rückenbereich. Einatmend, eine halbe Vorbeuge, du ziehst dich nach vorn lang. Ausatmend, wieder weich verbeugen und eintauchen und ein bisschen mehr die Beine jetzt schon strecken. Einatmend, über die Hocke auftauchen, nach oben streben mit den Armen. Ausatmend, die Hände zurück zum Herz. Und jetzt beginnen wir mit dem Sonnengruß. Einatmend, Knie beugen, nach vorn aufrichten, nach oben fließen, ausatmend, nach unten verbeugen. Einatmend, in die halbe Vorbeuge nach vorn strecken, auch die Beine jetzt strecken. Die Knie beugen und ausatmend und wieder verbeugen. Links ist das Standbein, rechts ein langsamer Schritt zurück. Das Becken etwas tiefer und du hebst den Blick nach vorn. Atmest hier ein und bringst im Ausatmen den linken Fuß mit nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Einatmend beugst du die Knie, kommst in einen Katzenbuckel, einem Rundrücken nach unten, fließt zum Pferderücken. Den Blick nach vorn. Und ausatmend tauchst du in das Kind ein. Einatmend kommst du hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Das ist eine ganz weiche Bewegungswelle. Ausatmend schiebst du dich hoch in den abwärts schauenden Hund, ziehst die Fersen über die Außenseiten tief. Einatmend einen Liegestütz nach vorn. Ausatmend bringst du die Knie zum Boden, dann das Brustbein und dann das Becken. Du rollst die Schultern zurück, atmest ein, hebst dich nach vorn hoch. Atmest aus, kommst zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmend, rechter Fuß nach vorn, dann kannst du die rechte Hand kurz heben, dann geht es leichter. Blick nach vorn, ausatmend, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmend, eine halbe Vorbeuge. Ausatmend, wieder weich verbeugen und eintauchen. Einatmend, über die Hocke nach oben, komm in den Stand, ganz weit aufrichten. Ausatmend, die Hände zum Herz. Zweite Runde, einatmend, Knie beugen, nach vorn aufrichten. Ausatmend, verbeugen, nach unten. Einatmen nach vorn strecken,
Ausatmen, wieder verbeugen, nach unten. Einatmen, links einen großen Schritt zurück, den Blick heben, Becken senken. Ausatmen, rechter Fuß zurück, der abwärts schauende Hund. Schiebt dein Becken hoch, senkt die Fersen. Einatmen in den Katzenbuckel. Ganz weiche Welle vom Becken durch den Rücken bis zum Scheitel, zum Pferderücken. Ausatmend das Kind. Einatmen nach oben, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Einatmend ein Liegestütz. Ausatmend zur Erde. Und du legst dich ab. Einatmend eine Rückbeuge. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Einatmen der linke Fuß nach vorn, den Blick heben, ausatmen den rechten Fuß nachführen, die Verbeugung. Einatmen die halbe Vorbeuge, ausatmen verbeugen. Einatmen über die Hocke nach oben kommen, ausatmen die Hände zum Herz. Und noch einmal die erste Seite, einatmen Knie beugen, aufrichten, wenn du magst eine kleine Rückbeuge, ausatmen du verbeugst dich nach vorn. Einatmen, streckst dich lang. Ausatmen, verbeugst du dich. Einatmen, rechts zurücktreten. Den Blick heben, Becken senken. Ausatmen, links zurück, der Hund. Einatmen, der Katzenbuckel. Der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben. Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der rechte Fuß nach vorn. Ausatmen, der linke Fuß nach vorn. Du verbeugst dich, rollst den Kopf an, schaust zum Becken. Einatmen, eine halbe Vorbeuge, schaust du nach vorn. Ausatmen, verbeugst dich wieder, rollst den Kopf noch einmal ein, spürst die Rückseite, die sich dehnt. Einatmen, kommst über die Hocke hoch. Ausatmen, bringst die Hände zum Herz. Ein, die Knie beugen, nach oben aufrichten. Ausatmen, verbeugen. Den Kopf einrollen. Einatmen die halbe Vorbeuge. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Einatmen links einen Schritt zurück. Ausatmen rechts zurück. Der Hund auch hier zum Becken hochschauen. Einatmen der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen das Kind. Einatmen nach oben. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen ein Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückbeuge. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Einatmen der linke Fuß vor. Ausatmen der rechte Fuß vor. Einatmen nach vorn strecken. Ausatmen, verbeugen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Ausatmen, zurück die Hände zum Herz. Wir machen noch einmal beide Seiten. Einatmen, über die Hocke nach oben kommen. Ausatmen, verbeugen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, rechts zurück. Aus, links zurück, der Hund. Einatmen, die Welle, das ist eine Welle vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, über die Welle nach oben kommen. Ausatmen zum Hund. Einatmen, ein Liegestütz. Ausatmen, du kannst schweben über dem Boden oder dich ablegen. Einatmen, eine Rückbeuge, vielleicht auch der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende. Einatmen rechts nach vorn. Ausatmen links nachführen und verbeugen. Einatmen nach vorn strecken. Ausatmen verbeugen. Ein über die Hocke auftauchen. Ausatmen in den Stand. Ein, die Knie beugen. Nach oben ziehen, eine kleine Rückbeuge. Ausatmen dich vorbeugen. Einatmen lang strecken. Ausatmen, verneigen. Einatmen, links zurücktreten. Ausatmen, rechts zurück, der Hund.
einatmend nach unten bis zum Pferderücken. Ausatmend zum Kind. Einatmend nach oben kommen zum Pferderücken. Ausatmen zum Hund. Einatmen links nach vorn. Ausatmen rechts nach vorn. Die Vorbeuge, die halbe Vorbeuge im Einatmen, die ganze im Ausatmen. Einatmen über die Hocke nach oben kommen. Und ausatmen die Hände zum Herz bringen. Gut, das ist die Grundvariante des Shiva Shakti Sonnengrußes. Ich zeige dir jetzt noch eine Runde, für beide Seiten jeweils eine kleine Variation mit dem ersten Helden integriert. Beginnen wieder im Stand, bring die Hände zum Herz, atmen aus, atmen ein, beugen die Knie, tauchen ein und über vorn wieder hoch. Atmen aus und verbeugen uns nach unten. Atmen ein, strecken uns nach vorne, du kannst auch die Hände am Boden lassen. Atmen aus, verneigen uns. Atmen ein, führen rechts zurück. Atmen aus, folgen links in den Hund. Atmen ein, nach unten in die Welle vom Katzenbuckel zum Pferderücken. Atmen aus, zum Kind. Atmen ein, gehen den Weg wieder hoch zum Pferderücken. Atmen aus in den abwärts schauenden Hund. Bleiben hier einen kleinen Moment, heben die Fersen, strecken die Beine, senken die Fersen tief, schieben das Becken hoch. Einatmen, einen Liegestütz nach vorn. Ausatmen, der Weg zur Erde oder schweben. Einatmen, deine Rückbeuge nach oben. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Das rechte Bein heben, einatmen, ausatmen, den Fuß nach vorn. Drehen das linke Bein aus dem Oberschenkel heraus auswärts, sodass die Ferse nach innen kommt. Können die Fersen ungefähr in eine Linie orientieren und richten uns auf. Gut. Schieben die Innenseite des linken Oberschenkels nach hinten weg und drücken die Außenkante der linken Ferse nach unten. Linkes Bein bleibt gestreckt, rechtes Knie beugen. Schau einfach, dass das Knie nach vorn zeigt und nicht nach innen. Und wie weit du das Knie beugst, das ist abhängig vom Knie selbst oder von den Beinstrukturen, die wir hier bearbeiten. Das Becken ist jetzt nicht nach vorn, sondern nach links orientiert. Das heißt, wenn wir den Oberkörper jetzt wieder nach vorn wenden, haben wir eine Drehbewegung im unteren Rücken. Und die ist sehr schön. Ja, wir verwringen den unteren Rücken. Richten uns auf, heben die Arme hoch. Atmen ganz tief ein und kommen aus, atmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen einen Liegestütz, ausatmen ein tiefer Liegestütz oder du legst dich ab, einatmen in die Rückbeuge nach oben. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmen den rechten Fuß vor. Ausatmen den linken nachführen und verbeugen. Einatmen nach vorn strecken. Ausatmen verbeugen. Einatmen über die Hocke auftauchen. Ausatmen die Hände zum Herz. Zweite Seite. Einatmen Knie beugen. Nach oben wachsen. Ausatmen ganz weich verbeugen. Einatmen nach vorn strecken. Ausatmen verbeugen. Einatmen links einen Schritt zurück. Ausatmen rechts zurück der Hund. Einatmen über den Katzenbuckel zum Pferderücken fließen. Das Kind im Ausatmen. Der Weg nach oben im Einatmen zum Pferderücken. Der Weg in den Hund im Ausatmen. Einmal tief durchatmen. Auch die Rückseite beatmen. Einatmen nach vorne, ein Liegestütz. Aus, ein tiefer Liegestütz. Einatmen die Rückbeuge. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Das linke Bein einatmen, heben. Ausatmen den Fuß nach vorn schwingen. Rechtes Bein nach außen drehen. Nach oben kommen. Innenseite rechten Oberschenkel nach hinten schieben, Außenferse gründen, vorderes Knie beugen, Oberkörper nach vorn orientieren und die Arme heben. Einmal tief atmen, jetzt auch mehr an die Vorderseite. Noch einmal einatmen, nach oben wachsen. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen einen Liegestütz.
Ausatmet man an Tiefe, einatmet man eine Rückbeuge. Ausatmet man der abwärtsschauende Hund. Einatmet man den rechten Fuß nach vorn. Ausatmet man mit dem linken Fuß nachfolgen und verbeugen. Einatmet man eine halbe Vorbeuge. Ausatmet man die ganze Vorbeuge. Einatmet man über die Hocke nach oben kommen. Und ausatmet man die Hände zum Herz. Gut. Das war die Grundvariante von Shiva Shakti Sonnengruß und eine kleine Veränderung mit dem ersten Helden. Wenn du jetzt noch Ideen hast oder Bewegungsimpulse hast, vielleicht einmal kurz ausschütteln, die Beine lockern oder im Stand um die innere Achse herumschwingen. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, dich jetzt noch weiter zu beleben. Und dann darf dieses belebende Moment des Sonnengrußes dich die nächsten Stunden durch diesen Tag hindurch begleiten, mit einem ganz neuen Körpergefühl. Danke für heute fürs Mitmachen und alles Gute. Namaste.